So, herzlich willkommen zu einem neuen Guide der helfenden Elfen vom Server Brutwacht. Heute einmal eine Level 60 Einmann-Chronik. Für all die, die die noch nicht gemacht haben, die Chronik beginnt hier vorne in dem gelben Kreis. Da müsst ihr euch einmal reinstellen, einen Dialog führen. Wer die Chronik bereits einmal abgeschlossen hat, kann immer wieder in dieser Instanz diese weißen Kristalle anklicken und kürzt im Grunde genommen die einzelnen Sprachevents dadurch ab. So, wir befinden uns jetzt quasi am Start, laufen los. Und das erste, was wir machen müssen, sind ein paar Mobs kloppen. Das ist nicht weiter schlimm. Die tun nämlich nicht weh. Im Grunde genommen müsst ihr hier eigentlich immer nur auf ein paar Spezialeffekte einiger Mobs achten. In der Regel ist das ein Cleave, manchmal auch ein AOE-Schaden. Wird grundsätzlich immer durch eine rote Markierung auf dem Boden angezeigt. Wir können das gleich einmal bei einem der größeren Mobs sehen. Und das ist alles, worauf ihr achten müsst. Also mordsmäßige Selbstheilung ist hier eigentlich nicht vonnöten. Genauso wenig muss man hier, wer weiß wie viel DPS fahren, um da durchzukommen. Im Grunde genommen müsst ihr eigentlich immer nur darauf achten, dass ihr eben in diesen roten Markierungen nicht stehen bleibt. Sprich, wenn ein Cleave kommt oder ein AOE-Schaden gewirkt wird, dass ihr euch dann in dem Moment einfach daraus bewegt. Dann solltet ihr diese Einmann-Chronik eigentlich ohne größere Probleme schaffen. So, wir haben jetzt da hinten einmal einen von diesen größeren Mobs, einen Roboter. Den greife ich jetzt an. Und ihr könnt jetzt gleich direkt auf dem Boden sehen, ein Dreieck, da ist es gerade. Das bedeutet, da cleaved er. Wir bewegen uns hinter dem Mob, kriegen den Cleave nicht ab. Ihr seht es am Lebensbalken des Charakters. Da ist wieder der Cleave. Wir weichen aus und kloppen ihn ganz schnell runter. Am Ende bekommen wir eine Spezialfähigkeit, die man nutzen kann, aber nicht muss. Da springt man auf seinen Rücken. So wie hier. Dann wendet man eine zweite Spezialfähigkeit an und der Roboter ist tot. Der droppt dann eine rote Kugel, die solltet ihr tunlichst aufnehmen. Da bekommt ihr nämlich so eine Art Maschinenpistole in die Hand gedrückt. Wird euch im Laufe der Instanz immer und immer wieder helfen, die Mobs ein bisschen schneller runterzubekommen. Ist nicht zwingend notwendig, aber wenn es schnell geht, warum nicht? So, wir befinden uns jetzt hier oben am Porticulum. Das sollen wir als erstes befreien. Hier wieder einer von diesen großen Mobs, auf die wir draufhauen. Das Spiel ist immer das gleiche. Wir benutzen unsere Kanone, die wir da als Sonderfähigkeit bekommen haben, und arbeiten ihn jetzt ganz normal runter. Wir weichen hier, wie in diesem Fall, dem AOE-Schaden aus oder aber einem Cleave, den er ab und an wirkt. So geht das dann Mob für Mob weiter. Die Frage stellt sich immer wieder, warum Einmann-Chroniken? Ihr solltet die möglichst jeden Tag machen. In den Einmann-Chroniken habt ihr nämlich einmal die Möglichkeit, Ruf eurer Wahl zu farmen, was letztendlich wieder dazu gut ist, dass ihr euch hinterher spezielle Rezepte oder Ausrüstungsgegenstände bei den Fraktionen leisten könnt, eventuell auch Mounts. Zum anderen bekommt ihr jedes Mal, wenn ihr diese Chronik abschließt, verschiedene Guthabentafeln. Das heißt, ihr könnt euch auch dadurch, dass ihr diese Mobs jeden Tag tötet, irgendwann das Gear für die 5-Mann-Expert-Dungeons leisten. Und ganz nebenbei, vor allen Dingen, wenn man gerade frisch 60 ist, ist es insofern noch interessant, als wir das hier hin und wieder Items droppen, die durch zusätzliche Items, die hier droppen, aufgewertet werden können. Das heißt, ihr habt dann Ausrüstung, mit der ihr ohne Probleme eigentlich auch in Expert-Dungeons gehen könnt, wenn ihr das regelmäßig macht. So, das Event geht weiter. Hier gibt es jetzt zwei weitere Spezialfähigkeiten. Einmal die Fähigkeit, einen Mob zu markieren. Der wird dann von irgendwelchen Scharfschützen, die sich irgendwo befinden, in Fokus genommen und quasi mit einem Schuss erledigt. Die zweite Spezialfähigkeit ist diese Bombe, die ihr da unten sehen könnt. Diese Bombe könnt ihr unter einen Mob legen, das heißt, ihr markiert ihn quasi mit einer Rauchgranate. Kurz darauf gibt es Artilleriefeuer und alles, was sich in dem Bereich dieser Markierung befindet, erleidet erheblichen Schaden. Sprich, auch diese Mobs sterben einfach viel, viel schneller. Wir machen das jetzt hier, wir legen die Rauchgranate auf den Boden. Der große Roboter inklusive der Mobs, die dabei stehen, bekommen jetzt innerhalb dieses roten Bereiches Schaden. Ihr könnt das sehen. Der Roboter ist ganz gewaltig gedroppt. Wir hauen noch zwei, dreimal drauf. Und schon ist er Geschichte.
So, jetzt geht's weiter. Wir treffen den ersten Bossgegner. Das ist der Roboter da hinten, der die Treppe runterkommt. Besonders viel kann er nicht. Hier auch wieder einmal der Cleave, den er immer wieder vor sich macht. Da solltet ihr ausweichen. Das zweite ist ein AOE-Schaden, den er um sich herum wirkt. Auch dem solltet ihr, wenn es soweit ist, ausweichen. Und hin und wieder stellt er noch eine kleine Kanone am Rand auf, die auf euch schießt. Da, wo der Schuss landen wird, wird auch wieder ein roter Kreis angezeigt. Aus diesem roten Kreis einfach rausgehen. Und der Boss dürfte eigentlich kein Problem sein. So, wir haben jetzt hier einmal direkt am Anfang unsere Rauchgranate unter den Boss gelegt. Das hat den Effekt, dass er A, gewaltig Schaden bekommt und B, dass ein Teil seiner Rüstung im Grunde genommen runtergenommen wird. Ihr also leichter mehr Schaden auf ihn anbringen könnt. Ihr seht immer wieder, wie der Charakter hier ausweicht, den einzelnen Spezialfähigkeiten des Bosses, dadurch so gut wie gar keinen Schaden erleidet. Da ist die Kanone einmal zu sehen, die ihr weiter nicht beachten braucht. Und nach relativ kurzer Zeit ist auch dieser Boss Geschichte. Ihr könnt eure erste Truhe looten. Dort findet ihr in der Regel ein grünes Item drin. Ich hatte jetzt hier Glück und hatte ein blaues drin. Ne, doch ein grünes. Entschuldigung. Und halt einen Aufwertungsgegenstand. Ihr könnt diese beiden Sachen in der Regel miteinander kombinieren und habt dann hinterher wirklich einen guten blauen Gegenstand, der für den Anfang reicht. Jetzt haben wir wieder ein kleines Mob-Event. Wir müssen 7 von diesen weißen Kugeln einsammeln. Die haben den Effekt, dass alles, was ich mit diesem weißen AOE unter mir berühre, instant tot umkippt. Und gleichzeitig bewege ich mich ein bisschen schneller. Wir sammeln diese 7 Kugeln kurz ein. Das heißt, ihr müsst auf beiden Seiten dieser Säule im Raum ganz kurz einmal durch diese weißen Kugeln laufen. Mehr ist das nicht. Dabei alle Mobs einmal berühren, die kippen dann sofort um. Hier kann man es nochmal wieder ganz schön sehen. Und läuft dann weiter nach oben durch. So, wir sind oben angekommen. Jetzt gibt es hier nochmal wieder einen Spezialmob. Ist zwar kein Boss, aber der ist ganz lustig. Man stellt sich ran mit dem AOE-Effekt am Boden. Dadurch erleidet er massiv Schaden. Wir hauen einfach derbe drauf. Besonders viel kann er nicht. Und ganz am Ende darf man dann einmal auf seinen Rücken springen und ihm seinen Kopf abhauen. Ich finde, das sieht ganz interessant aus. Nicht, dass ich jetzt auf sowas stehe, aber das ist mal eine nette Abwechslung zum üblichen Mob umgekippe. So, wir stehen drauf, wir drehen uns um. Zweite Spezialfähigkeit. Kopf ist ab, Mob ist tot. Wir kämpfen uns jetzt weiter durch bis ganz nach oben. Da erwartet uns gleich nochmal ein Boss. Den werde ich dann auch nochmal ganz kurz erklären. So, oben angekommen treffen wir auf den zweiten Boss in dieser Instanz. Das ist da hinten der Typ mit den beiden Flügeln. Kann auch wieder nur 2 Kleinigkeiten, nämlich einmal cleaven, so wie jeder Mob hier im Spiel, beziehungsweise in dieser Chronik. Und das zweite, was er macht, ist, er schubst einen zurück und wirkt dann ein AOE quer durch den Raum, den man ausweichen sollte. Hier einfach auch wieder die Maschinenpistole hin und wieder verwenden, dem Cleave ausweichen, draufhauen. Ist er eigentlich auch relativ schnell Geschichte. Jetzt wirkt er diesen AOE, der durch den Raum wandert. Ihr habt es gerade gesehen. Wir sind ihm ausgewichen. Stürmen ihn an. Weichen nochmal dem Cleave aus. Hauen noch 2-3 Mal drauf. Und dann hat sich das Ding auch schon erledigt.
So, jetzt sind wir ganz oben angekommen und hier passiert eigentlich das Interessante der ganzen Chronik. Wir müssen einmal ganz kurz diesen Roboter besiegen, ihn nicht komplett tot machen, sondern kurz bevor er down ist, bekommen wir eine Spezialfähigkeit. Und wenn wir diese Spezialfähigkeit anwenden, steigen wir quasi in diese Roboterrüstung ein. Ihr habt es jetzt gesehen. Wir stehen vor so einer Plattform. Da müssen wir einmal unten draufklicken und dann werden wir ganz nach oben teleportiert. Wir können das jetzt hier sehen. Und hier oben haben wir eigentlich gleich mehrere Aufgaben, die erledigt werden müssen. Jetzt ganz am Anfang müssen wir Energiekerne zerstören. Ihr seht die hier direkt vor mir. Die haben Priorität. Als zweites solltet ihr diese Kanonen, die auf diesen Plattformen sind, zerstören. Hat den Effekt A, dass ihr weniger Schaden bekommt und B, dass diese grünen Heilkugeln spawnen. Das heißt, ihr könnt eure Roboterrüstung immer wieder auf 100% bringen. Und wenn so eine Plattform sauber ist, könnt ihr am Ende der Plattform über diese grünen Pfeile auf die nächste springen. Die ganzen NPCs könnt ihr missachten, genauso wie die fliegenden Drachen, die euch die ganze Zeit beschießen. Einfach sich nicht damit aufhalten, das kostet nur Zeit. Jetzt sind wir hier oben angekommen, stellen uns auf so eine Spezialplattform und nehmen da hinten die Propeller in Fokus. Dadurch, dass wir auf dieser Spezialplattform stehen, ist der Laserstrahl, den wir wirken können, auf einmal ein bisschen mächtiger. Und diese Propeller Antriebe werden dadurch direkt zerstört. Das ist die Aufgabe, die wir hier lösen müssen. Wenn wir das gemacht haben, springen wir rüber zur nächsten Plattform. Dort erwarten uns wieder zwei Kanonen, die wir ganz kurz zerstören, damit wir uns heilen können. Ein Energiekern in der Mitte, den könnt ihr jetzt da sehen, der zerstört werden muss. Und dann geht es auf die nächste Plattform, wo wir wieder uns auf diese Spezialplattform stellen, den Propeller, der in der Nähe ist, in Fokus nehmen und den dann zerstören. Wir können das hier jetzt gerade sehen, stellen uns drauf, beziehungsweise machen erst die Kanonen kaputt, warum auch nicht. Da hinten im Hintergrund kann man den Propeller schon sehen. So, jetzt auf die Plattform, Propeller in Fokus nehmen, Laserschuss aktivieren, Propeller ist kaputt. Und jetzt beginnt Teil 2 des Events, das heißt, wir springen jetzt nochmal eine Station höher und dort müssen wir ein zentrales Auge zerstören. Das ist dieser Laserstrahl, der unten auf das Gebäude gewirkt wird. Hier solltet ihr euch auf keinen Fall mit den Kanonen, mit den NPCs oder den fliegenden Drachen aufhalten, sondern wirklich einfach nur da hinten das Auge in den Fokus nehmen. Und dann in einer Tour von einer Plattform zur nächsten laufen. Es sind vier Plattformen, wir bewegen uns im Kreis, in welche Richtung ist egal. Unterwegs wirken wir immer wieder den Laserstrahl, so wie jetzt. Das macht zusätzlichen Schaden auf das Auge. Dann stellen wir uns immer auf so eine Plattform, wirken dann diesen Spezialschuss, laufen weiter. Problem ist, wenn ihr stehen bleibt, machen die ganzen NPCs, die hier sind, zum einen Schaden auf euch und zum anderen wird hier eine ganze Menge AOE-Schaden gewirkt. Bedeutet, eure Maschine wird irgendwann kaputt gehen. Wenn man allerdings in Bewegung bleibt, so wie ich hier, passiert einem so gut wie gar nichts. Alles, worauf man sich konzentrieren muss, ist, rechtzeitig abzuspringen, unterwegs ein bisschen mit dem Laser rumzuballern und auf dieser Plattform stehen bleiben und nochmal den Laserschuss wirken. Manchmal ist das Event hier ein bisschen buggy, ihr könnt das jetzt sehen. Das Auge hat sich wieder hochgeheilt, warum auch immer. Kein Problem, solange ihr in Bewegung bleibt, ist auch dieser Kampf relativ schnell vorbei. Am Ende gibt es dann ja die üblichen Belohnungen, das sprich irgendwelche Täfelchen plus Ruf, den ihr euch aussuchen könnt. Dann werdet ihr nach unten evakuiert und dürft da nochmal eine Lootkiste öffnen. Und das war's.